Rene Benko ist reich, Rene Benko ist erfolgreich und Rene Benko macht in Immobilien und seit einiger Zeit auch im Einzelhandel, etwa mit der Übernahme von Karstadt oder der Kicker Leiner Gruppe. Jetzt muss man dieses Statement aber erweitern und sagen, Rene Benko macht auch in Medien, also zumindest vorerst. Denn er hat um kolportierte 80 Millionen von der deutschen Watz eine Minderheit an der Minderheit bei Krone und Kurier erworben. Über den Daumen kann man sagen, die Hälfte von der Hälfte jeweils, also ungefähr ein Viertel. Ob dieser Deal halten wird, das steht aber in den Sternen. Denn die Vorgeschichte, die ist kurios wie spannend. Christoph Dichand, der wollte nämlich die Anteile, die die Watz an seiner Kronenzeitung hält, endgültig übernehmen, um dort die komplette Kontrolle zu haben und hatte offenbar das starke Gefühl, diesen Deal auch abschließen zu können. Zusammen mit Raiffeisen, die hätte ihm einen ungefähr 50 Millionen Euro Kredit sozusagen spendiert, hätte er seine Krone endlich nach einem mehr als 10 Jahre dauernden Rechtsstreit komplett an sich reißen können. Die Raiffeisen hätte dafür mehr oder weniger den kompletten Kurier unter Kontrolle gebracht. Ob dieser Deal mit Benko hält, ist daher fraglich, denn Christoph Dichand hat ein unwiderrufliches Vorkaufsrecht an den Krone-Anteilen gegenüber der Watz. Und da, je nachdem auf welcher Seite man nachfragt, ist man der Meinung, dass die Rechtslage eindeutig ist und zwar völlig konträr. Die Watz ist der Meinung, da sie nur eine Minderheit an ihrer Minderheit verkauft hat, komme dieses Vorkaufsrecht nicht zu tragen. Dichand und seine Anwälte sind der Meinung, dass das Vorkaufsrecht immer gelte. Im Extremfall könnte mit einer Klage sogar der komplette Deal platzen und Dichand könnte seine Krone-Anteile zu einem vergleichsweise geringen nominellen Wert erwerben. Die Frage ist natürlich auch, wie es weitergeht. Denn dass sich Benko damit zufrieden gibt, nur einen Minderheitsanteil zu halten, das ist bei seinem bisherigen Geschäftsgebaren kaum vorstellbar. Denn Benko, das ist klar, der hat eindeutig gern die Kontrolle in der Hand und bezeichnet diesen Deal jetzt als seinen Einstieg als echter Multi-Channel-Anbieter. Aber auch, dass Dichand gemeinsam mit seinem eigentlich zumindest vormals guten Freund Benko gemeinsam die Krone führt, das ist auch kaum vorstellbar. Genauso und noch weniger vorstellbar ist, dass Dichand seine Krone-Anteile an Benko verkauft. Hier wird ein kolportiertes Angebot von 200 Millionen Euro berichtet, denn, und das ist vor allem gegenüber dem legendären Krone-Gründer, dem Vater von Christoph Dichand, unvorstellbar, dass die Familie hier sozusagen ihr Tafelsilber komplett aus der Hand gibt. Dichand und die Watz, das ist eine lange Geschichte, man überschüttet sich mit Klagen. Aktuell sind allein 12 Schiedsgerichtsklagen anhängig, dazu einige weitere. Man klagt ja von allen Themen vom Spesenkonto angefangen über Vorabgewinne bis hin zu Bestellungen von führenden Mitarbeitern. Spannend, und das wird vielleicht das erste Aufeinandertreffen am Mittwochabend, da hat Benko sein traditionelles Society-Event in Wien und da waren die Dichands in den vergangenen Jahren immer gern gesehene Gäste und mischen sich dort mit ihrem guten Freund Benko und das Volk. Ob sie diesmal auftauchen, das ist höchst fraglich. Man wird es sehen und das könnte sicher einen ersten Hinweis dahin geben, wie es denn mit diesem Deal weitergeht.